Also ich jetzt wünsch dir was. Also heute, ich wünsch dir was, dann wünsche ich mir in den Keim H&M rein. Gegenüber wünsche ich mir einen Franchise-Partner, der wieder Tchibo übernimmt, weil das war ja kein Franchise-Shop, sondern ein Tchibo-eigener Shop. Das wünsche ich mir vielleicht, dass da wieder sowas kommt. Und ich wünsche mir erstens mal auch, ich bin in dem Werbering Ehinger City. Ich war seit 5 Jahren, wenn ich da dabei war, noch nie auf einem Treffer. Ich wünsche, dass der Dicknöder, der wo das Ganze macht, dass er einfach die Initiative für die Stadt übernimmt. Es wird einfach zu wenig gemacht für die Stadt. Ich mache was von mir. Ich bin selber Unternehmer. Ich habe 3 Shops inzwischen auf der Straße. Habe den Telekom-Laden übernommen. Sie sind quasi der Großgrundbesitzer hier in Ehingen. Großgrundbesitzer. Zweite Schlecke oder was? Nee. Also so netter. Aber was muss ich machen, dass mehr in der Stadt los ist? Jetzt wurde darüber diskutiert, dass die verkaufslange Nacht nicht mehr gemacht wird, weil sich die ganze Ladebesitzer beschweren. Ich weiß nicht, ob es denen jetzt so gut geht. Also ich kann noch nicht wie Dagobert Duck immer Schwimmbaden voller Gold baden. Also ich muss noch arbeiten und das noch ein Weilchen. Also von dem her, ja. Was wünsche ich mir? Dass die Stadt mehr zusammenhält. Wir haben nicht einmal einheitliche Ladeöffnungszeiten. Da kämpfe ich eigentlich schon seit 7 Jahren, bin jetzt mit meinem Phonehaus-Shop da drüber in Ehinger, kämpfe ich eigentlich daran, dass nicht am Samstag die erste um 11.30 Uhr ihre Läden schließen, der nächste macht um 1 zu. Morgens um 9 kann man doch wenigstens sein Laden aufmachen. Da gibt es welche, die machen erst um 10 oder um 11 auf. Da muss einfach mal eine Einheit her. Aber jeder ist seines Glückes Schmied und jeder macht einfach sein, sage mal auf gut Schwäbisch, kocht sein eigenes Süpple. Was wir uns hier wünschen ist natürlich, dass nochmal ein guter Textilit dazukommt. Wir kriegen zwar jetzt eine hübsche Modeboutique. Es kommt eine Kollegin aus Blaubeuren, die eröffnet im September. Und gegenüber in dieser Schlecker-Filiale, in dieser alten, eröffnet auch ein Textiler. Also das passiert jetzt in den nächsten Wochen. Wir wünschen uns natürlich, dass für den Tchibo etwas reinkommt, etwas, was Frequenz bringt. Ein nettes Wäschegeschäft oder ein, ja, was halt möglich wäre, gell? Und natürlich das Keimproblem, dass da sich halt bald was auftut. Wo würden Sie sich denn ganz persönlich drüber freuen, wo Sie sagen, boah, das wird mir so gut gefallen? Also gut, wie meinen Sie, wenn was reinkommt oder überhaupt? Ja, überhaupt, also was fänden Sie so richtig cool? Was fehlt hier noch, was Besonderes vielleicht? Mein Gut, was fehlt, ist einfach auch Textil und natürlich Unterwäsche fehlt. Also das fehlt. Gell? Das wäre gut, wenn das käme. Ansonsten, ich meine, wir haben einen riesen Drogeriemüller. Es ist jetzt nicht so, dass es in der Stadt nichts mehr gibt. Es gibt eigentlich immer noch genügend. Aber ja, es ist halt eine Kleinstadt. Auch wieder was für ältere Frauen vielleicht, was so. Weil für Junge gibt es ja schon genügend, ja. Ist ja schon so ein bisschen tote Hose, ne? Ja, schon ein bisschen, ja. Wenn immer noch mehr Läden zumachen, wird es immer mehr tote Hose. Was könnte da rein? Was Exklusives würde ich schön finden. Exklusiv in welche Richtung? Ich glaube, das ist relativ egal. Einfach was Exklusives, weil ich glaube, das fehlt uns hier total, um einfach auch mal wieder mehr Leute auch von der Umgebung hier reinzuziehen und zu sagen, da kann man tolle Sachen finden, kann man toll einkaufen. So einen richtig schnuckligen Laden, wo man tolle Teller und Schüsseln und Tischtücher oder so, aber ausgefallene Sachen. Sowas in der Art haben wir nicht. Sowas wie Butler in schön. Ja, also ich wünschte mir, es wäre mal ein richtig nettes, ambientes Lokal oder Café, bei dem man einfach mal bei Kaffee und Kuchen auch auf der Straße sitzen kann, Leute beobachten und einen Ort hat, an dem man einfach trotzdem nochmal gemütlich Kaffee trinken kann, ja. Warum haben Sie das Gefühl, dass sowas noch in Ehingen fehlt? Weil ich denke, ja, das wäre nochmal so ein Anziehungspunkt, es fehlt einfach. Also entweder auf dem Marktplatz in der Richtung, einfach, wo man nochmal so ein bisschen in die Weide schauen kann, ja.
Wie haben Sie das Empfinden jetzt gerade? Wie entwickelt sich gerade Ihrer Meinung nach die Ehinger Innenstadt? Ich denke grundsätzlich trotzdem sehr gut, weil kulturell sehr viel geschieht. Und ansonsten denke ich, ist das Angebot sehr gut abgedeckt. Aber so für die Touristik selber, gerade weil auch viele Radfahrer durchfahren, da kann man vielleicht doch nochmal so einen Anziehungspunkt schaffen. Ja, so Lebensmittel und Nahversorgung, das fehlt halt total. Gell, der Bauernladen ist zwar hier, aber so die Stadtmitte Richtung Marktplatz, das fehlt also total. Seit der Schlecker weg ist, und mein Jeepo hat ja auch Lebensmittel. Kaffee war uns natürlich eine Konkurrenz. Wir sind froh, also wenn wir die fair gehandelte Produkte verkaufen. Ja, also ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht der Besitzer vom Weltladen. Das ist ein Arbeitskreis und wir sind alle ehrenamtlich. Also ich bin nur alle 14 Tage hier in dem Laden. Aber also als Kundin fällt mir das auch auf. Die Innenstadt, die ist so, ja, Modegeschäfte gibt es genügend. Eiskaffees gibt es genügend, aber gerade so Lebensmittel oder auch so Kunstladen oder sowas, das fehlt auch. Oder Haushaltwarengeschäft, seht ihr, Meier fehlt, das merkt man auch sehr.